Hans-Martin Beck von Inka World. Ich hatte ganz viel über ihn aufgeschrieben und er hat gesagt, vergiss das alles, sagt nur drei Sätze. Also, er lernte die Inka-Tradition vor 10 Jahren kennen und seitdem hat sich sein ganzes Leben verändert. Und wir sind gespannt, dass er uns daran teilhaben lässt. Herzlich willkommen, Hans-Martin Beck. Für meinen lieben Lehrer und Freund Don Francisco besteht alles, und zwar wirklich alles, aus lebendiger Energie. Und diese lebendige Energie nennt sich im Quechua Causai. Causai ist überall, alles besteht aus lebendiger Energie. Wir Menschen, wie Tiere, wir Menschen, die Tiere, die Pflanzen, der Boden, der Lautsprecher, die Decke, alles ist Causai, alles lebt. Alles heißt im Quechua Causai Pacha. Pacha hat je nach Bedeutung zwei Bedeutungen. Pacha kann Raum oder Zeit heißen. Raum und Zeit nennen wir das Universum. Für Don Francisco besteht das gesamte Universum aus lebendiger Energie. Und diese lebendige Energie ist überall und sie strahlt lebendige Energie aus. Das heißt, wir sind komplett von lebendiger Energie umgeben. Es gibt keinen Ort im Universum, der nicht lebendige Energie oder Leben hat. Dieses Leben kann leicht oder schwer sein. Und der Einzige, der das Leben leicht oder schwer machen kann, ist der Mensch. Warum? Weil uns aus einem unerklärlichen Grund der liebe Gott den freien Willen gegeben hat. Und dieser freie Wille ermöglicht es uns, Energie fließen zu lassen oder Energie anzuhalten. Wenn ich nicht möchte, dass ich mit meinem Nachbarn ein schönes Verhältnis aufbauen kann, dann werden wir auch keines haben. Wenn ich allerdings möchte, dass ich mit ihm ein schönes Verhältnis aufbauen kann, dann können wir die Energie fließen lassen. Die Intention, die Absicht ist das Werkzeug, was die Inka-Tradition kennt, um Energie fließen zu lassen. Energie, die fließt, ist leicht. Energie, die stagniert, ist schwer oder schwierig. So etwas wie negativ oder positiv macht für uns von Seiten der Tradition überhaupt keinen Sinn. Wie kann das Leben negativ sein? Es gibt es für uns nicht. Das Leben ist leicht oder das Leben ist schwer. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass leicht und schwer nicht nur ein Spiel mit Worten ist. Darunter steckt etwas ganz Tiefes. Alles, was schwer ist, kann ich leicht machen. Mein Lehrer sagte immer, wenn du einen schweren Sack mit Äpfeln trägst, dann kannst du einen Apfel nach dem nächsten essen und du machst deinen Sack leichter. Alles, was schwer ist, kann ich leicht machen. Und das wiederum bringt mich in die Position, dass ich mein ganzes Leben verändern kann. Ich bin für mein Leben verantwortlich und ich kann mein Leben leicht machen. Das ist das, was die Tradition uns lehrt. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.